Ich bin ja nicht. Nein, du musst dir sicher sein. Okay, dann sag mir, was ist. Das war gerade. Ich glaube, es war ein schnelles 3-0. Chat, war es ein 3-0? Ja, wir müssen den Chat auch testen. War es ein 3-0? Chat? Okay, das ist jetzt nicht mehr Lil Fruzy, das ist jetzt Lil Arthur. Und er spielt gar nicht Fox, er spielt Smarth. Und der Charakter ist nicht da, wo er in Melee ist, sondern da. Ah, das wäre der nächste Step, das ja. zu updaten. Okay. Aber vielleicht ist es alphabetisch oder so. Nee, Ganondorf am Anfang, was ist da? Achso, das sind die Ports, nevermind, okay. Okay, let's go. Let's go. Ich bin ready. Die Gamers sind noch nicht ready, die Kamera ist auch noch nicht ganz gesettet. Alter, okay, die Kamera. Sicker. Ich meine, die hat schon viele Megapixel, aber ob die zwei so hübsche Männer einfach so capturen können. Oh. Oh. Nein. Ein bisschen so. Losers Finals ist halt auch gelogen, ne? Das ist stattdessen. Wo trägt man das denn ein? Ah, hier. Das ist Grand Finals eigentlich. Oder das Winners Finals? Das ist jetzt. Grands. Girlfriends. Alter, wie geil ist grüner Falcon gegen Neutromath? 69 SD. Das ist, um deine Dominanz zu etablieren. Oh! Was? Er waited einfach und dann grab Reno? Arthur ist immer so schnell. Auch gerade die Nair, die er benutzt hat, um die Nair von Consti zu countern. Ja. So stark. Ja, Arthur ist die Definition von so PPMD-Brain einfach, oder? Er denkt einfach richtig viel, wenn er spielt. Es ist mehr so ein Wissen. Ich denke, denken ist einfach, dann hast du verloren. Wenn du, aber wie kannst du so mehr wissen als andere Leute? Verstehst du, was ich meine? Nein, das wie ist einfach noch Hardwire. Nicht, das ist Hardwire. Das war ja wieder, ne? The empty Hop. Grab. Einfach sick. Ja, ich hab. Das ist Hardwire bei ihm. Ja, aber das ist doch irgendwie sick. Nice, der ist schön. Schaut, ob nie geht. Oh. Jawoll. Ja, ich liebe es, wenn jetzt durch die Plattform direkt geht. Und, Haramboy schreibt Side Beast. Aber vielleicht schreibt er auch Side Bullshit und ist ein bisschen mad. So, das ist halt gut. Oder er möchte Side Bets machen mit anderen aus dem Chat. Side Bets. 100 Euro auf Arthur. Okay, was kommt jetzt? Low Percent. Haben wir schon erwähnt, dass Marth Falcon so volatile ist, weil sie sich beide richtig hart punishen? Nee, haben wir nicht. Das eigentlich gehört dazu. Das sollte man auf jeden Fall immer sagen. Da ist ja ein bisschen zu langsam, der Stomp war sick. Nie! Noch nie gesehen, die Combo. Ah, nice. Clever. Mit Get Up Attack hoch. Ein bisschen delayed. Trotzdem gut. Ja. Und obwohl er unter 100% hatte, hat es trotzdem gereicht. Ich weiß noch, das letzte Mal, als Arthur gegen Niki so gut gespielt hat, sich immer geärgert, dass Arthur seine Kombos früh beendet. Früher als sonst. Und das ist vielleicht was, wo man drauf achten muss. Ah, warte mal, als Arthur gegen Niki gespielt hat. Ja, ja. Aber vielleicht war das auch ein anderes Matchup oder hat Niki. Natürlich. Nein. Aber ich meine, er hat schon. Hat Niki Konsti gespielt? Niki hat einfach den Konstanti Charakter gewählt. Trial by Combat. Niki ist jetzt Konsti Main, ja. Okay, das war ein bisschen Throw am Anfang, aber. Weggeschafft. Wenn jemand gut von hinten spielt, dann. Kubobinati. Kopnoti. Oh, wollen wir das updaten? Ja, wir wollen das updaten. So, 1-0 für Arthur. Sonst vergessen wir wieder hinterher, wie irgendwas ist. Nice. Okay, let's see. Kann ich hiervon lernen, weil das ist auch mein gefürchtetes Matchup hier alte Zeit. Genau, schön aufmerksam gucken, dann gewinnst du irgendwann gegen Jojo. Ich habe heute Jojo 3-0 im Turniersieg, möchte ich dazu sagen. Ah, und dann hast du das Liegestützen-Match auch. Dann habe ich das Liegestützen-Match im Last Game Last Stock verloren. Weil ich nicht so ein Nerd bin wie Soulboy, der so Sachen lappt wie Kick und Fernseh über 130. Aber ich habe dann 10 schöne Liegestütze gemacht, die Soulboy damit kommentiert hat, wie groß ich doch bin und wie viel Raum ich einnehme. Festgestellt, dass er fast nur die Hälfte von mir wiegt. Und das hat sich dann doch quasi auch für mich gelohnt hinterher. Guter Ego-Stroke. Achso, das zu hören einfach. Das zu hören. Ich bin so, ja, ich bin der Groß, der Dick. Dankeschön. Oh.
Weißt du, was mir fehlt von Konati? Ist so mit Weak Knee Recover. Das macht Wizzy immer. Ja, du machst einfach ein Knee und fällst damit so an die Ledge. Und das ist wie so eine Wand. Du schiebst so ein bisschen so eine Hitbox. Achso, wenn du meinst, wenn du hoch genug bist. Ja, ja, genau. Oh, nice, ja, mal gucken. Aber das lohnt sich ja nur, wenn Arthur jemand ist, der hinterher chased und einfach mit einer Fähre. Okay, ja, er sitzt da oben rum und sharkt so ein bisschen. Macht den Haifisch. Okay, dann macht er. Nice, das oh, schön. Das war ein Double Jump, um die Aerial-Kontrolle zu haben. Oh, perfekt. Nice. Weißt du, was Konati auch nicht macht? Marth Killer. Finde ich gut. Oh, das war ein sicker Chase. Oh, das kann Arthur so gut. Denn diesen Runoff-Fair ist leider mega sick gegen Falcon. Ich sterbe da immer dran. Ja, aber danach hast du so viele Optionen noch. Du kannst AB machen. Ja, ja, das kannst du alles machen. Kannst nochmal fairen. oder richtig style mit Side B. Ja, so wie ich finde Side B nicht stylisch. Ich bin einer der wenigen Leute, die einfach Side B von Marth einfach dumm. Oh, dann magst du meinen Marth überhaupt gar nicht, glaube ich. Nee, der Sidebeat nur. Ja. Ich glaube, ich scheiße auch nicht ganz doll auf deinen Marth. Kann das sein? Ich weiß nicht, okay, ich glaube, wir müssen gleich nochmal spielen. Ist das Liegestütz-Match? Ja. Komm, gut, kann dein Marth sein. Okay, wir müssen... Das ist ein richtig schlechter Frontsmash. Nice. Krass, was für ein dominierendes Game von Konati Boy. Und... Kein Was war? Was war? Ein guter Jab, um da rauszukommen aus dem String von Arthur, das ja, kann man nicht vergleichen, so Schein. Schein und dafür wird man schon mal getippert. Schöner Grab. Dieser Chase-Down ist richtig sick. Ja, oh, da wäre sogar nie drin gewesen, glaube ich. Siehst du, er macht keinen Mathkiller. Da tötet Mathkiller einfach safe, glaube ich. Oder? Das ist super free. Ja, ist aber vielleicht ein bisschen mehr Setup, deswegen traut man sich dann gar nicht. Ja, vielleicht, aber es ist eigentlich kein Setup. Du rollst dann die Ledge, so was ja Zeit. Oh! Jetzt ist es auf einmal wieder gar nicht so offensichtlich. Oh, die Rolle! Nein, kein. Oh Gott, dieser direkt Rejump an die Ledge ist richtig scary. Ja, schön. Schön von mir. Ey, das würde ich niemals challengen, das ist so gruselig. Ja, schön gewartet, dass er noch ein bisschen hin. Oh! Okay. Warte, ein bisschen zu nervös. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind wieder beim Yomi 1 Layer. Wir sind ganz full circle. Ja, full circle, weil gerade hat Konzi das den Opening bekommen durch eine Up-Air von der Kante. Und, ja, und danach Ash-Smash-Finisher. Das Game war schon überall jetzt. Das ist ein 1-1 in diesem Set, ha? Ja. Wir sehen mehr von dem Game, wunderbar. Geil, diese Stage ist so sick in dem Matchup, finde ich, weil es gibt wirklich no way, dass es länger als 3 Minuten dauert. So. Tipp. Nice! Oh, sick! Haramol sagt's, mein Mathkiller bringt dich halt auch in diese super geile Position, danach einfach so Storm, Knie, alles kannst du machen, das ist super sick. Ja, woher weißt du seinen Bowser-Main? Bowser's number one kill ist über Mathkiller. Nichts anderes tötet. Alter. Okay, das war Yomi Level 4. Ja, genau, das ist die Magnus Carlsen Yomi Level. Oh. Ja, konntest du mit den bedachten Side-Moves und B-Moves generell. So cool. Und wieder direkt an die Ledge. Yes, und nochmal. Okay, jetzt wird er. Kannst du mal Wave Dash? Nein. Ei. You played yourself. Congrats. Arthur kurz den Cyrix ausgefallen. Schön, schön. Immer ab, ja? Alles andere, nie wieder runter. Du kommst nie wieder runter. Oh, runter. Auf die Ledge. Okay, sick. Stop. Ja, ich habe den Clip gerochen mit der Wolke, aber naja, ich glaube, konntest du trotzdem schon richtig. Die Abwehr sind einfach, ehrlich gesagt, das Technischste, was man heute gesehen hat, wahrscheinlich in diesem Match, waren einfach dieses 4-5 Abwehrs. Das war einfach schlecht am Ende, fuck. Und nicht schlecht gespielt, sondern es war einfach schlecht für die Konati-Aktie. Ja, nee, deswegen mache ich das auch direkt hier. Hätte er dieses eine Setup noch gefinisht, das wäre eine Last-Dog-Situation. Das stimmt, aber nein. Ja, aber nein. Haramboy, das Problem ist, wir haben dich jetzt schon als Bowser-Man eingetragen. Und wenn du herkommst, bist du leider gelockt für diese Saison. Und die dauert immer so 7 Jahre. Es gibt so eine Gebühr von 2 Euro, da kannst du deinen Main ändern, aber... Wenn du Marth bist, kostet tatsächlich das Entry 7 Euro statt 5. Bei Marth-Mains brauchen wir nicht, die sind zu viele. Deswegen haben wir 3 Samus-Spieler heute gehabt. Samus. Oh. Ich finde ja Samus
exzeptionell scheiße, aber ich glaube, alle anderen mögen Samus so ein bisschen so wie jeder das, so, das leicht so minder bemittelte Kind in der Klasse mag. Weißt du, es ist einfach cool, sich für Schwächere einzusetzen. Nee, ich glaube, Mainstream-Meinung ist, dass Samus lame ist. Nein, echt? Ich glaube, die Mainstream-Meinung ist, dass Samus nee. Vor allem bei so Pseudo-Oldschool-Spielern. Nee, ich glaube, wenn man viele gute Samus dann auch kennt, dann weiß man, was man, wie geil die auch sein kann. Aber es gibt gute Samus? Ja, dann sag ich glaub. Ich The Swooper? Wie magst du The Swooper? Swooper ist richtig hype. Das ist dein Vorbild, ja. Quick ist hype gewesen in Deutschland. Fade back in die Blast. Aber gut. Und, by the way, das erste Mal, dass du hier bei Weekly bist, ist auf jeden Fall kostenlos. Ja. Also komm vorbei. Außerdem ist es nett, man kann mit den Leuten abhängen, es ist nicht total schrecklich. Der Falcon-Kick im Ansatz. Oh, er hat den Downhill gepunished mit einem Up-Air. Hast du jemals FIFA 4 gespielt? Ich habe, glaube ich, ein Game gespielt. Ah, also. Es gibt so einen Charakter, der nennt sich Hakan. Das ist so ein türkischer Wrestler. Und, ich meine Dan. Dan ist so ein bisschen so ein Scherzcharakter. Er ist relativ schlecht. So ein Shoto, aber er ist relativ schlecht. Und der hat so einen geilen Move. Ein Shoto. Ein Shoto. Ja, so eine Art von Charakter. Und der hat einen Backdash, wo er sich literally so umdreht und so kurz wegdasht. Also diese Animation, die wirklich nur so 200 Millisekunden dauert, ist so, er dreht sich um und rennt weg. Und manchmal sieht das so aus, wenn Captain Falcon das macht. Weil er rennt einfach weg und hat Angst. Sick Combo. Schade. Nicht die Extension. Side-Plattform immer schlecht für Falcon. Das ist gruselig. Schön. Ja, Konati, einfach Center Stage, ist so sick. Ich möchte ein Game 5. Oh, kein Rotation Shadow Shield. Aber der MP noch. Das war sick. Ganz sick. Landing, so wichtig. Hat er. Und nein. Tournament Loser. Ja. Shield Drop Up Air. So viel Utility mit. Aber auch das Spacing, dass das schon mal weggedriftet ist. Ja, so auch das stimmt. Das Drifting ist sick. Nee, weil sonst wäre das so, ja, ich gehe Runde, treffe ihn, mach weiter. Aber er wusste so, hey, vielleicht trifft es nicht. Und dann stehe ich gut da. Und Alter, der Lemurenkönig ist am Start. Moin, du verpasst gar nichts. Das hier ist das sickeste Game ever. Oh! Ja, Arthur? No. Downhill? Ich hätte da irgendwie einen Double Downhill gesehen, aber es hätte nicht gekillt. Arthur versucht, den Backer-to-Backer-Transfer zu machen. Der erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Snowboard-Trick. Nein! Oh. Okay, let's go. Lass doch. Oh, das tut richtig weh. Okay, richtig Glück gehabt, dass er da drüber gekommen ist. Das ist deine große Aufgabe, ist hoch abbiegen zurück. Und irgendwie zu gucken, dass du noch lebst. Range, der war schön. Double Jump. Von dem Das ist einfach alles, ist überall, es tut weh. Schön! Jetzt macht Killer zum Beispiel. Wäre eine Theorie, ne? Aber macht er nicht. Stattdessen das hier. Sick. Tight. Schon wieder fast vorbei. 2-2. Übrigens, diese Tastatur möchte ich mal dazu sagen, die ist ja so sick. Ja, ich habe sie schon zweimal kommentiert. Ich bin auch voller Fan, aber wie viel ist sie dir wert? Also, ich habe zu Hause eine Tastatur, die ist 250 Euro wert. Ich habe eine, die ist 150 Euro wert. Und ich mag die 150 Euro Tastatur fast lieber. Ah, oh, interessant. Aber sie ist auch, dieses Format minus diese Buttons hier rechts. Das ist eine sogenannte 60% Tastatur. Und die andere ist eine 10-Keyless, also eine normale Tastatur ohne das Nummernpad, ohne die 10-Tasten-Nummernpad. Achso, also größer als 60%. Genau, diese 80% im Prinzip. Okay. Und 100% ist halt diese normale Tastatur, die man kennt, ne? Und es gibt sogar verrückte Leute, die haben 40% Tastaturen, da fehlt, also bei mir fehlt die F-Reihe hier oben. Die ist quasi mit einem Layer auf den Zahlen. Ah, so richtig komprimiert, ja. Ja, und ich mag die, weil die ist wireless und ich kann die mit zur Arbeit nehmen und ich habe die immer dabei. Und aber die hier ist sehr hübsch. Ja, ich mag die Farbe auch. Nicht. Oh, okay. Aber 250 Euro, dann macht ja richtig Bling-Bling deine Tastatur, oder? Nö. Also die ist cool, aber es gibt, wie gesagt, also die hier war teurer und es gibt definitiv Tastaturen, die gehen so Richtung 800, 900 Euro, was nicht sein muss, ne? Aber das ist halt auch nicht dieselbe Art von Geld für alle Leute. Es gibt immer Leute, die übertreiben in ihrem Hobby, und das ist bei Tastaturen eher auch. Ja. Es ist ein Pain in the ass, das zu recoveren. Ja, es ist wirklich ätzend. Manchmal muss man, es ist schwierig, da cool zu bleiben und nicht direkt da reinzujumpen. Ja, und das ist 50% von dem Zurückkommen, einfach cool zu bleiben. Ja. Oh, einfach
Moonwalken, wenn du in der... Das ist schön. Hinten auf dem Crouch canceln, aber dann die Abwehr verkackt leider. Ja. Oh, ist er gelandet? Oh, geil. Richtig geschargt. Arthur hat richtig Bock, nicht gegen Konati zu verlieren. Come on, Konstantin! Oh, der Stomp, der... Ja, nice. Oh, das ist so eine sicke Abwehr. Nochmal. Oh, das ist ein bisschen zu viel gerollt, glaube ich. Der ist eigentlich da immer schlecht. Oh, der, aber Konstantin hat sich entschieden, die Grabs und das, wie er es macht. Siehst du? Jawohl. Ah, yes. Das ist gut. Das ist sehr gut. Yes. Even. Kann ich nicht für Konati. Oh! Was für eine Kombo? Was geht hier? Einfach so eine wilde Abi. Schön. Drunter, das ist auch manchmal so der Trick. Man macht sich so ein bisschen zu hoch. Oh, Crouch Cancel Grab. Yes, da ist die fucking Side Beast. So sick, man. Ich finde, Konstantin approached ein bisschen zu viel. Das war gut. Also, weißt du, er kann auch so ein bisschen manchmal Atom kommen lassen. Vor allem, wenn er jetzt so zu even. Oh, what? Okay. Du hast nichts gesagt. Let's go. Komm mal, Konstantin. Jetzt noch ein bisschen Prozente rausholen hier. Und dann gehst du comfortable in den letzten Start. Jawohl, schön. Ich glaube, Konstantin hat das in der Tasche, ehrlich gesagt. Das sieht einfach, er sieht so comfortable aus. What? Ja, er sieht doch so aus, als hätte er so ein bisschen in Control, oder nicht? Oder kommt mir das nur so voll? Ein bisschen Momentum auf seiner Seite. Ja, also. Ich mag den, wenn man drei Stocks weggeschabt wird und dann noch so ja. spielt, dann. Ach, du hast einfach gut aus. Nein! Oi. Okay, nice. Das war gut gespielt. Dann lass mal. Oh, die spielt schon Doubles. Sickest game. Yeah.